Servus Freunde und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge E-Wolf. Ja, heute sind wir als Supporter drin. Und dieses Mal benutzen wir den guten Bucket, weil wir den Hank ja schon in der letzten Folge gesehen haben und in der vorletzten. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es war in der letzten. Der gute Bucket hat einen zielgelenkten Raketenwerfer, automatische Geschütze, Drohnen. Diese Drohne ist sein Kopf, ja, muss man sich mal vorstellen. Und ein Tarnfeld, was für die Supporterklasse als Spezialfähigkeit immer da ist. So, da wir der Letzte sind, drücke ich mal auf Auswahl. Benutze den Jetpack, beziehungsweise dass der Jetpack schneller aufgeladen wird. Und wir sehen, unser Monstergegner ist der Goliath. Sumpfläufer sind flink und schwierig zu jagen. Sie stellen aber für das Monster noch für die Jäger eine Gefahr dar. Du kannst die Push-to-Talk-Funktion in den Audio-Optionen aktivieren. Du erfährst die zugewiesene Taste in deiner Tastatur in den Optionen oder so. Keine Ahnung, konnte ich nicht schnell genug lesen. Ja, ich greife auch an, wenn ich mich gestört fühle. Ja, du bist ein Monster, ich muss dich verdichten. Gestört. Weil das ja auch so interessant ist, einen Skin zu haben. Was ich mich gerade frage ist, warum lädt das so lange? Ja. Heiz Shit Hands auf Mackie, Wolski, Parnell, Griffin, Markov. Ladet eure Waffen. Ich dachte, jetzt kommt so eine übelste Diskussion. Du hast mir einen Aal gebraten. Der war scheiße. Der hat auch gelebt. Nein, ladet eure Waffen. Danke für den Tipp. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Alles klärchen. Wir halten jetzt direkt schon mal nach Fußspuren Ausschau. Die Fußspuren gehen nach da. Auf geht's. Vögel. Der hat sich direkt schon etwas verraten. Okay. Alles klar, ich bleib jetzt hier stehen und geh mal als Drohne los. Mit Leertaste können wir mit der Drohne aufsteigen und mit Steuerung links können wir absteigen. Absteigen. Wir können. Ah, da ist er ja schon. Da ist er. So, und jetzt drücken wir die Taste 3, um wieder abzubrechen. Um wieder loslegen zu können. Ah, oh Drecke. Ich bin als. Wenn ich hier mit Bucket drin bin, bin ich immer viel zu langsam. Gut, so lange war ich hier noch nicht unterwegs. Ich hoffe, ich kann ihn den Weg abschneiden. Aber noch ist er markiert von mir. Noch können wir genau sehen, wo er lang geht. Jetzt ist er weg. Shit. Der kommt doch da unten gleich raus, oder? Meine Sensoren bestätigen das Ziel. Angegriffen. Alles klar. Ich setze mal hier. Nein, der haut ab. Alter, nimm deine Eier aus meinem Gesicht. Ja, ist auch immer schön, wenn man hier ganz alleine ist. Ich werde jetzt hier nicht weitergehen. Ich markiere mal für meine Leute, dass der da hinten irgendwo war. Ah, ist klar, der ist weitergelaufen. Ich dachte, dahinter ist Schluss. Mist. Ja, und hätten wir Griffin dabei, der hätte jetzt überall Sensoren aufstellen können. Das wären ja diese kleinen Kreise da. Und immer wenn er in so ein Ding reingeht, würde der Sensor quasi ausschlagen. Macht er aber nicht, weil er kann hat. Oh Gott. Ach, scheiße. Ich gewöhne mich einfach noch nicht daran, dass die... Jetpack so langsam aufladen. Der ist doch hier. Ich höre den doch. Lokalisiert. Der ist hier direkt links von mir, kann das sein? Ziel anvisiert. Angriff. Okay, ich baue jetzt mal hier ein paar Dinger auf. Ein paar Dinger ist gut, ne?
Alles klar, greifen wir ihn schon mal an. Ich werde dann immer so ruhig. Vielleicht seht er uns ja nicht. Ja, wir müssen den unbedingt hier hochlocken. Ist er immer noch unten? Der traut sich nur nicht raus. Und ich traue mich nicht hin. Zumindest nicht nur mit ihr. Oder kann er da abhauen? Eigentlich nicht. Warum bin ich eigentlich nicht eher drauf gekommen? Entsende Drohne, will sagen, meine Kopf. Okay. Das verwundert mich jetzt doch schon ein bisschen. Ich dachte, oh, der ist hier hinten lang gelaufen. Shit. Kann der durchs Wasser da hinten gehen? Wahrscheinlich. Hä? Da ist er. Hab ihn wieder gefunden. Hier entlang. Hab ihn. Oh, 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 oh. Der frisst sich satt. Vertraut mir. Das solltet ihr euch nicht. Ich bleib erstmal auf ihm drauf. Nein, und dann ist auch noch sie als erstes da. Eröffne das Feuer! Shit. Spürt ihr das? Oh, scheiße. Oh, super, wenn er da oben lang geht. Jetzt habe ich aber eine Drohne zu wenig da oben. Heute gibt's ein Grillfest. Er ist abgehauen, aber... Schild ist schwach. Meine kleinen Türmchen haben mir noch ein bisschen zugesetzt. Finde ich gut. Da habe ich schon gedacht, dass er da oben nochmal lang geht, aber... Shit. Warnung, Zielorganismus hat Phase 2 erreicht. Der muss doch hier irgendwo sein. Kommt schon, ihr Säcke! Es bricht mir endlich Schaden an! Und das Gute jetzt hier dran ist, dass ich ihn gehittet habe, ist, dass sein Schild direkt runtergegangen ist, wenn er in der Phase ist, wo er sich entwickelt. Na toll. Zurück. Komm schon, großartig. Feuer. Deckung, Felsen. Okay, wir stellen mal hier rundherum was auf. Danke. Der Schild geht bald aus. Schild ist aus. Ah, der hat mich jetzt schon wieder im Visier. Und ich komme nicht weg! Oh ne. Shit. Da war ich gerade selber schuld. Aber meine Drohnen wichtiger als abzuhauen. Was macht er denn? Alles klärchen. Bin wieder frei. Gut. Ich will mich ja nicht beschweren, dass das jetzt hier ein bisschen unfair ist von uns, aber finde ich gut. Das ist jetzt komisch, das ist verbuggt. So, alles klar, machen wir die mal hier oben hin. Okay, ich glaube, der Disconnect. Ich finde es jetzt nicht unbedingt schlimm. Schönes Ding. Naja. Unschön ist es nicht für ihn. Aber für uns war es toll. Gut, jetzt haben wir auch mal den Bucket gesehen, was der kann. Ich hänge jetzt aber direkt eins ran, weil das war ja nichts. Das war ja nichts. Ich finde das übel, wenn ich am Ende, wenn ich so konzentriert werde, dann sage ich immer nicht so viel. Ich glaube, ich war schon mal besser. Nee, war ich nicht. War gelogen.
Scheiße. Hat keiner gesehen, oder? Weiter. Irgendwie schade, dass er rausgeflogen ist. Also gut für mich, weil ich lag ja am Boden. Haha. So, Rolle wählen. Ich möchte jetzt gern wieder als Trapper rein oder als... Naja, als Trapper oder als... nach Support. Aber als Support würde ich jetzt gleich wieder Hank nehmen. Hank ist super. Aber Trapper wäre ich auch gerne nochmal. Da würde ich gerne mal mit Maggie nochmal spielen. Das wäre cool. Orbitalbohrer. Klingt auf jeden Fall interessant. Ich kenne die Karten auch noch nicht so gut, dass ich jetzt automatisch weiß, okay, das ist nicht so wie bei CS. Bei CS weißt du das so, alles klar, da muss ich allein stehen. Nee, so ist das hier nicht. Warte auf Ladevorgang bei Spielern. JJG heißt er. Und wir spielen als Trapper. Oh, sehr schön. Ja, wir spielen heute als die gute Maggie. Wir können, glaube ich, auch als Abe mittlerweile spielen, aber den möchte ich noch nicht spielen. Ich möchte jetzt Maggie vorstellen. Maggie hat eine Maschinenpistole, Maggie hat eine Harpunenfalle, Maggie hat ein Haustier, das nennt sich Schnappmaul. Beziehungsweise heißt das nicht Schnappmaul, sondern heißt, sie hat ein Haustier, was ein Schnappmaultierart ist. Und es heißt Daisy. Der verdammt geilste Name für ein Tier. Daisy. Sieht doch schon aus wie so eine Daisy. Und wir haben eine mobile Arena, womit wir das Monster wieder fangen können. Und ich bin, glaube ich, fast einer der Letzten, der wieder zustimmt. Was habe ich denn insgesamt schon freigespielt? Sprunghöhe um 200% erhöhen. Ich glaube, Jetpack wird 37% schneller aufgeladen. Finde ich besser. Das macht mehr her. Ich habe Angst, dass wir jetzt nicht gegen den Goliath kämpfen, sondern gegen den Geist. Der Geist ist schlimm. Oder Kraken. Uah. Aber der Geist ist noch viel schlimmer. Da war ich kaputt. Kaputt. Und du denkst dir nur, was? Hilfe! Und er denkt sich, Alter, kommst du nicht weg? Ich mach dich voll kaputt. Und dann kommt auch noch der Pommes-Schneider. Der Pommes-Schneider und der macht den... Na, und natürlich muss das der Kraken sein. Der hat so ein bisschen Ähnlichkeit, so ein bisschen, sind ja beide von derselben Art, von Fluch der Karibik. David Jones. Vielleicht hat er auch einen Schlüssel in seinem Bart versteckt. So, ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Ach, das tat gut. Es kann sinnvoll sein, sich bei der Monsterjagd in Zweierpaare aufzuteilen. So findet ihr das Monster bis in... Was? Ja, natürlich. Natürlich. Man muss natürlich auch schnell genug lesen, ne? Phantome sind schwer im Auge zu behalten, ebenso lästig wie tödlich. Du nennst Daisy manchmal Ruva, so heißt sie wohl in deiner Muttersprache. Aber ich erkenne die Sprache nicht. Das ist Shona. Ich dachte, du kennst jede Sprache. Der Trick ist es, das richtige Wörterbuch zu laden. eine Bantu-Sprache. Kann sein, ich spreche sie kaum. Nur ein paar Wörter, die ich von meiner Großmutter gelernt habe. Deine Großmutter stammte von bemerkenswerten Menschen ab. Also die Unterhaltung sind... Die Panafrikanische Union führte die dritte Siedlungswelle an. Ohne sie hätten wir es nie so weit von Hub geschafft. Also die Unterhaltungen hier sind manchmal sehr witzig, aber es gibt leider nicht so viele. Weswegen das manchmal... Dass das manchmal sehr langweilig wird, wenn man die öfter hört. Denkt man sich, ja toll, könnte was Neues einfallen lassen, aber nee. Oh scheiße, die Grütze, da will ich nicht rein. Wenn man hier in das Braune reinfällt, sinkt die Energie. Und jetzt hämmern die schon wieder am Nebenbaum. Schwert wahnsinnig. Haben sie ihn gefunden? Das wäre super. Ah, auf jeden Fall ist er hier lange unterwegs gewesen. Mr. Drohnenkopf hat es aber noch nicht gefunden. Doch, hat er. Alles klärchen.
Wie bitte? Fallen sind bereit, es kann losgehen. Ah, Mist. Alles klar, wir haben ihn auf jeden Fall in der Falle. Das ist das Gute, daran denke ich aber auch noch nicht so oft, dass man gleichzeitig nachladen kann und die andere Waffe benutzt. Ah, Mist. Wo ist er denn jetzt hin? Mist. Ich bin zu weit weg, bin zu weit weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Oh shit. Arena bricht jetzt zusammen, Mist. Ja, die hätte ich gerne noch ein bisschen länger gehabt. Ah, so schnell. Das wäre echt lame, den Kraken jetzt so schnell down zu machen. Ah, ich muss hier weg. Okay. Oh. Was? Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Oh, ich gehe gleich down. Nee. Alles klar, danke Daisy. Ich verpiesel mich mal. Ah, scheiße. Oh, kann ich das, bin ich hier safe? Ich glaube nicht. Ich bleib jetzt erstmal hier. Alles klar, alles klar. Ich bleib jetzt hier erstmal stehen und warte, bis das Landungsschiff da ist. Alles klar, er hat uns alle wieder belebt. Oh, Gott sei Dank. Oh, die Daisy. Oh, Daisy, mein Schatz, komm her, ich will dich knuffeln. Na, es gleich steht, hieß jetzt einfach mal random ein paar Viecher hin. Ein paar Dinger hin. Vögel, da! Das hier ist echt gut zu vögeln. Du bekommst diese Welt nicht, Monster! Daisy, bleib mal ruhig, entspann dich. Ah, da helfe ich dir, mein Junge. Alles klärchen. Oh, das Viech ist hier. Ich brauche Hilfe. Ah, nur weil ich mit dem Viech da gekämpft habe. Nein. Daisy! Daisy! Blitz! Das Viech ist down. Daisy, komm her. Daisy. Ein bestätigter Treffer. Alles klar. Miss. Ah, da komme ich Daisy nicht retten. Schade. Weg! Rettet eure Schaltkreise! Und der Kraken ist so. So beschädigt, wollte ich sagen. Aber der Kraken ist so low. Also HP-technisch. Und dass wir ihn eigentlich gehabt hätten müssen. Schade. Schade, schade, schade. Ah, er holt mich wieder. Ist ja nett von ihm. Danke, Ju. Alles klar, machen wir uns mal auf den Weg und holen uns den Rest von dem Viech. Da hinten rennt er. Daisy. Aua! Gott, was für Viecher hier immer rumlaufen. Die Kreatur prahlt gerne. Sie scheint uns zu sagen, dass sie Phase 2 erreicht. Scheiße, der ist hier irgendwo. Shit. Hier Scheiße, ich muss zu meinem Team. Wenn der Daisy erwischt, ist zwar schade, aber ich brauche unbedingt Heilung. Alles klar und. Ich glaube, der scheißt einfach auf meine Dinger. Monster. Ist jetzt möglich.
Mann, ich bin so überkonzentriert gerade. Das gleich schießt auch noch ein bisschen drauf. Alles klar. Oh, das war gut, das war super. War eine super Runde. Die Runde war gut. Die Harpunen, die bringen echt viel. Hab mal gesehen, das konnte gar nicht mehr abhauen, das Viech. Oder er hat vergessen, es einfach abzuschütteln. Gucken wir uns mal an, wie schlecht ich war. Komm schon. Charaktermeisterschaft. Hm. Zwei Wiederbelebungen. Einmal, ich dachte, ich hätte das Monster viel, viel, viel öfter harponiert. Naja. Schade. Ach, also doch 9-mal. Alles klar. Oh, super. Schon ein bisschen stolz auf mich. Ja, und mit dem super Ende jetzt hier verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Tschüss.